Was koche ich an den Weihnachtstagen und an den Tagen danach? Und wie schaffe ich es, dass ich nicht am 24. noch losrennen muss und irgendwie eine Packung Milch kaufen muss? Darum soll es heute in diesem Video gehen. Ich mache mit euch zusammen ein bisschen Meal Planning für die Feiertage. Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es ums Meal Planning gehen, also um die Mahlzeitenplanung für die Feiertage. Ich habe meinen Kalender rausgeholt, da werden wir auch gleich reinschauen, denn ich werde mal so ein bisschen aufschreiben, was wir über die Feiertage kochen und essen wollen oder was ich glaube, was die Kinder essen wollen. Und ich dachte mir, ich nehme euch mal mit entlang dieses Prozesses, wie gehe ich das an, wie plane ich, wie kann ich vorbereiten, was kann ich schon vorweg besorgen, vorbereiten oder schon in die Tiefkühle legen, damit ich wirklich dann an den Feiertagen nicht noch auf den letzten Drücker raus muss und irgendwie zwei Supermärkte abklappern muss, um Zutat XY zu besorgen. Das möchte ich möglichst heute so ein bisschen vorwegnehmen und ich dachte mir, es ist vielleicht ganz interessant für euch zu verfolgen und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da für die unvorteilhafte Kameraperspektive. Ich beginne damit, meinen aktuellen Kalender vorzubereiten. Das ist ein Happy Planner und den habe ich einfach aus Amerika bestellt. Ich habe es ganz gerne hübsch in meinen Kalendern, darum dekoriere ich da so ein bisschen drin herum mit Stickern und Washi-Tape und jede Menge Sachen. Alles, was ich kann, werde ich euch in der Infobox gerne verlinken. Aber ich denke, für die meisten von euch ist das wahrscheinlich nicht so sehr relevant, weil ihr wollt vermutlich schneller zum Ziel gelangen und müsst nicht erst noch euren Kalender dekorieren. Also lasst euch davon nicht irritieren, das ist einfach so eine kleine Leidenschaft von meiner Seite. Wenn das geschafft ist, dann beginne ich tatsächlich und schreibe mal auf, was wir wann essen wollen. Ihr seht es schon, Heiligabend, Mittagessen und Abendessen. Am ersten Weihnachtstag verbringen wir die Zeit mit der Familie, da regelt sich die Essenssituation quasi von selbst. Und so habe ich mir jetzt überlegt, dass ich am Heiligabend erstmal zum Mittagessen nur eine Kürbissuppe einplanen möchte. Das möchte ich ganz gerne mal neu ausprobieren. Und am Heiligabend dann Raclette, das ist so ein bisschen der Favorit meiner Tochter. Und ich denke, das ist auch eine Sache, die wir sehr selten sonst eigentlich machen. Vielleicht ein-, zweimal im Jahr. An Silvester wird es das dann auch nochmal geben. Und am zweiten Weihnachtstag plane ich dann auch nochmal eine selbstgemachte Pizza ein und denke dann aber, dass wir am zweiten Weihnachtstag abends sicherlich ganz gut Resteverwertung betreiben können und Reste essen können. Das muss man ja auch ein bisschen mit einplanen, damit man nicht zu viel einkauft. Genau. Und zwischendurch habe ich mir so eine separate Notizseite genommen und habe mir einfach mal aufgekritzelt, was für Mahlzeiten ich generell so plane und habe mir aufgeschrieben, welche Gerichte ich plane, einfach um dann aus diesem Notizzettel heraus meine Einkaufsliste machen zu können. Das zeige ich euch später noch, wie ich meine Einkaufsliste bearbeite, aber da mache ich mir jetzt einfach nochmal grundsätzliche Notizen. Auch so Sachen wie Frühstücksoptionen oder extra nochmal eine Portion Chips, weil wir sonst eher selten Chips kaufen, Tiefkühlbrötchen etc. Also alles Dinge, die man schon mal jetzt auf Vorrat besorgen kann, das schreibe ich da jetzt alles schon mal mit auf und muss mir dann noch Gedanken machen, zum Beispiel bei Raclette, was wollen wir denn beim Raclette machen? Also wirklich auch Raclette-Ideen nochmal auf Pinterest nachschauen. Weiter geht es dann mit den Tagen ja, zwischen Weihnachten und Silvester. Da sind die Kinder ja zu Hause. Ich gehe mal davon aus, dass wir auch nicht großartig essen gehen oder auf Weihnachtsmärkte gehen. Deshalb versuche ich die Woche essensmäßig relativ simpel und kindgerecht zu gestalten. Hot Dogs, dann möchte ich mich mal ganz gerne an einen Eintopf rantrauen. Mal gucken, ob mir das gelingt, um vielleicht noch ein bisschen Gemüse reinzukriegen. Burger selbst gemacht und das sind halt alles Gerichte, sage ich mal, die jetzt schnell gehen und die man aber auch ganz gut vorbereiten kann in der Vorratskammer bzw. in der Tiefkühltruhe. Das war mir wichtig, dass ich jetzt möglichst überlege, welche Gerichte brauchen nicht viel frische Zutaten. Und an Silvester möchte ich es dann auch wieder so halten, dass ich erst Suppe mache und am Abend dann Raclette. Genau, so könnt ihr das dann nochmal in der
Gesamtansicht sehen, entschuldigt bitte. Ich musste kurz mal nach Worten ringen. Genau, also Hot Dogs, Eintopf, Burger selbst gemacht. Das haben wir noch nie gemacht, Burger selbst. Aber ich dachte mir, die Kinder finden es bestimmt ganz lustig. Und Wraps finden sie auch immer spannend mit dem Zusammenrollen und so ein bisschen Kindersalat. Genau. Und ja, dann kommen wir wieder zu der Liste, die ich mir so nebenbei gescribbelt habe mit allen Dingen, die mir so eingefallen sind, die ich eben im Voraus schon besorgen kann, die ich in die Vorratsschränke packen kann oder in die Tiefkühltruhe. Und ja, dann kommt meine Einkaufsliste ins Spiel. Ich pflege die Einkaufsliste ja über eine App, die nennt sich Bring. Die ist, glaube ich, auch kostenlos, soweit ich weiß. Und die kann man eben mit dem Lebenspartner teilen. Das kann man synchronisieren. Das heißt, wenn er oder sie etwas einkauft, dann löscht sich das von der Liste. Ebenso kann er oder sie Sachen dazufügen. Genau. Und das tue ich dann jetzt hier auch fröhlich. Und einige Sachen bietet die App einem schon an, weil sie natürlich schon weiß, was ich jetzt das ganze letzte Jahr über gekauft habe und bietet einem dann schon Begriffe an, die man einfach häufig nutzt. Und bei den Dingen, die man nicht findet in dieser Icon-Liste, kann man auch immer noch mit eigenen Details arbeiten. Also man kann dann zum Beispiel bei Kürbis noch sagen, das soll aber so ein Butternuss-Kürbis sein. Und das schreibe ich mir jetzt da eben dann dazu als Detail, Butternuss-Kürbis, damit ich weiß, was ich damit gemeint habe. Und der nimmt das dann auch so in die Liste mit auf. Das finde ich halt sehr praktisch. Und ja, man kann sich da auch noch Mengenangaben dazufügen, wenn man jetzt weiß, ich brauche 500 Gramm Raclette-Käse oder sowas. Das mache ich aber eher selten, es sei denn, ich backe jetzt Plätzchen oder brauche eine bestimmte Zutat. Jetzt bei den Würstchen zum Beispiel schreibe ich noch Hotdogs da rein, damit ich weiß, ich brauche Würstchen für diese Hotdog-Aktion. Das sollen dann nicht so dicke Würstchen sein, weil das vergisst man häufig im Alltag und liest dann, ach ja, ich wollte noch Würstchen kaufen, aber dann weiß man vielleicht gar nicht mehr, dass man das so eingeplant hatte. Das ist jetzt natürlich nur ein simples Beispiel von anderen verschiedensten Zutaten. Möchte ich mal gar nicht erst anfangen, aber ich wollte es euch hier mal einmal zeigen. Und dann geht es ja im neuen Jahr auch schon weiter. Also ich muss ja dann auch schon weiter planen, so ein bisschen, was mache ich denn dann im neuen Jahr? Das werde ich jetzt heute hier in dem Video aber nicht zeigen. Ich habe nur schon mal so ein bisschen aufgeskribbelt, dass ich dann wahrscheinlich Pfannkuchen machen könnte mal wieder oder eine Zucchini-Reispfanne. Einfach, dass man dann auch noch die ganze nächste Woche durchplant. Dafür habe ich mir dann nochmal Ideen gesammelt. Ich hatte noch so Rezeptkarten von einer bekannten Lieferkette oder auch aus einem meiner liebsten Kochbücher von der Joanna Gaines. Da nehme ich auch ganz gerne Rezepte draus und gucke mir das nochmal genauer an. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen Ideen gegeben, wie ihr das umsetzen könnt. Schaut unbedingt auch noch mein anderes Mahlzeitenplan-Video. Da erkläre ich euch, welche Prinzipien ich grundsätzlich so angehe, was so meine Prinzipien sind bei der Mahlzeitenplanung, was mir dabei hilft und so weiter und so fort. Seht ihr hier alles und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss!